Geht das so? Geht das so? Oder sieht das so? Soll ich mich umziehen gehen? Oder soll ich es so lassen? Ja, gut, es ist sehr hoch. Ganz schnell behoben. Ich habe nichts drunter. Das hättest du gerne, Janik. Dass ich jetzt mir mich hier ausziehe. Aber ich habe eine Idee. Wir machen noch eine Nummer. Und dann fahre ich schnell nach Hause, nach Weilburg, zieh mich um und dann komme ich wieder. Ihr seid alle noch hier? Ja. Nur mach mal. Mein Gürtel? Ich brauche kein Gürtel mehr. Deswegen habe ich heute hier so eine Sonderkonstruktion.
Nein, Spaß beiseite. Ich habe eine Idee, wie wir das Problem beheben. Ich setze mich einfach auf den freien Platz da, zu euch, und wir begutachten alle zusammen die Band. Hat er gesagt, er hat Zeit. Elvis hatte einen ganz, ganz tollen Country-Song, Country-Album, und einer meiner All-Time-Faves. Und dieser Song heißt Just Pretend. Just pretend I'm fooling you, and whispering things soft and low. And hear me how it's going. Just pretend I didn't know. Well, I walk away. I hear you say. We'll be right back.
much. I want to tell you a story so you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. It looks like a country. Everybody calls it pork salad. It's pork salad. Ich Anyway, a little girl who's living out there, she go on evenings and make a mess of her and carry her home and give her for supper. Since it all leaves, but it all
Ihr habt ja Zeit. Vor allem, wenn man Schuhgröße 82 trägt, ist das nicht so einfach. Was kommt denn? Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Ja. Wir auch, oder? Dann wünsche ich euch viel Spaß und ich möchte an dieser Stelle, wer es im Internet gelesen hat, ich habe letzte Woche eigentlich einen Special Guest angekündigt. Leider ist sie nicht da, krankheitsbedingt ausgefallen. Denn es wäre wunderschön gewesen, wenn wir das zusammen hätten machen können. Aber ich möchte an dieser Stelle trotzdem den Song an Lisa Marie Presley widmen, die auch vor kurzem leider viel zu früh von uns gegangen ist. Und es gibt ein Duett in dieser Version mit Elvis und seiner Tochter. Und ich wünsche euch viel Spaß mit In the Ghetto. As a snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. There's one thing that she don't need, it's another hungry melody in the ghetto. In the ghetto. Oh, you don't understand, the child is a hell of a man. He will be an ambulance someday. He will be here with me, with his blind see. Von Neil Diamond. Ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Ich erwähne es nochmal, wer tanzen möchte, darf es jetzt gerne machen bei Sweet Caroline. Spring, as
as spring became the summer, wouldn't leave you never alone. Oh, hands, pleasant hands, reaching out, touching me. Oh, sweet Caroline.
Dankeschön. Ich darf mich jetzt nicht nochmal so bilden. Okay? Oh, my Liebe, oh, you hurt me. Yeah, like nobody else could ever do. I will never, ever muss sein. Ihr habt ja Zeit. Ich muss noch mit dem Hund raus, aber das hat man Zeit. Macht jemand Wasser? Ich hätte gerne die Hose. Jetzt wird sich um die Fahrt. So, wir kommen so langsam zum Ende. Und der nächste Titel ist von 1974. Ein ganz, 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 ganz wundervoller Song. Ein ganz, 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 ganz tiefgehender Song. Und schmerzhafter Song. Ich wünsche euch viel Spaß mit It's Midnight. I miss you.
Farbe ist echt schön. Den will bestimmt niemand. Nee. Berger rufen, nicht? Na komm nach vorne, komm. Ja, der Rosa. Nein, ich muss natürlich noch ganz getreu, wie man das anscheinend in den 70ern so gemacht hat. Ich gehe auf Duschen oder so. Bitteschön. Applaus! Willst du auch rein? Das ist der letzte. Ihr habt noch 48 Songs Zeit. So, wer ein bisschen tanzen will, soll die Gelegenheit nutzen, denn das ist die letzte Chance. Viel Spaß mit The Big Hunger Love. Come on.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und euch die fantastische Band vorstellen. Am Chor Verena und Ina, und zusammen sind sie die Sweet Temptations. Am Keyboard, an der Orgel, am Piano, an den Bläsern, am Orchester, Daniel Blanca! Der Mann mit diesem goldenen Gurt und den wunderschönen vier Saiten an einer wunderschönen E-Bass-Gitarre, James Lindemann! Am Schlagzeug für Takt, Gefühl, Leidenschaft, Stärke, Power, Markus Helfe! Und an der Gitarre, Mr. Markus Donner! Großen Applaus für den letzten Charles, es war schön mit dir. Dankeschön. Bitteschön. So, bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch ein paar Worte sagen. Normalerweise mache ich mir immer Notizen, weil mit 27 ist man leicht senil. Ich lüge nicht, ich vergesse viel. Da kannst du Klaus fragen. Oder? Manchmal vergesse ich es, manchmal nicht. Spaß beiseite. Ich versuche an alle zu denken. Ich habe euch die Band vorgestellt, aber all das hier, ihr würdet uns nicht sehen, ihr würdet uns nicht hören, ihr würdet uns nicht fühlen, wenn es da nicht spezielle Menschen und Techniker für gäbe. Vielen Dank an den Horst und den Matthias da hinten in der Ecke für so einen tollen Sound. Und wir sind von uns nicht. Dankeschön. Habe ich noch Wasser? Ach Quatsch, das geht schon. Weiter geht es mit einem Dankeschön. Eigentlich an diejenigen, die hier heute das auf die Beine gestellt haben, die seit Jahren, seit Jahrzehnten etwas auf die Beine stellen, weshalb ich auch hier stehe, dank dem Klaus
und nach ganz, ganz vielen tollen Menschen einen großen Applaus an den Günther, den Klaus und alle Mitglieder und an den ganzen Elvis Presley Verein Bad Nauheim-Friedberg. Danke euch. Danke möchte ich sagen, ich hoffe echt, ich vergesse niemanden, auch an ein paar Menschen hier im Publikum, die familiär und freundschaftlich hier sind. Danke geht an eine nette Frau, die hier vorne sitzt. Wir haben uns durch Elvis kennengelernt letztes Jahr auf dem Festival, auf meinem Konzert, und sie ist sogar heute extra aus Hannover angereist. Mel, danke schön fürs Kommen. Dann danke. Du sitzt direkt daneben. Ich weiß, der Klaus mag das nicht so sehr und sagt immer, du wärst deinen Weg auch so gegangen. Aber ich habe mir auch deine letzten Worte beim Essen gehen zu Herzen genommen. Ich hoffe, man hat das heute gemerkt. Ja. Sehr gut. Ohne diesen Menschen würde ich hier in Bad Nauheim vielleicht nicht existieren. Vielleicht auch als Elvis Tribute Artist und Interpret nicht existieren. Und ich danke dir für jahrzehntelange Treue und Liebe und Freundschaft an Klaus Ritt und seine Frau hier. Dankeschön. Dann auch in der ersten Reihe, die mich seit Geburt an unterstützt, denn sie hat mich auf die Welt gebracht. Ich glaube, sie hätte damals nie gedacht, dass jemand einen Elvis-Interpreten auf die Welt setzt, aber ist ja gut. Dankeschön für alles in 27 Jahren und dass du heute hier bist, an meine Mama. Natürlich auch an Armin und Kami, dass ihr dabei seid. Danke fürs Kommen. Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Mir fällt jetzt gerade so spontan keiner mehr ein. Jetzt kommt die Peitsche. Nochmal bitte. Waldburger. Waldorf, die Waldorfer. Die Waldorfer. Genau, Dankeschön an die Waldorfer. An Ralf und Silke fürs Kommen, Dankeschön. Und der Anhang, der aus Waldorf auch noch da ist. Falls ihr mehr fällt, Waldorf, Mann. Wer? Bernd Born. Bernd Born, also, kennt ihr mich? Seid ihr extra wegen mir hier? Ich hab bei euch gesungen. Ja, das Licht ist so hell, ich erkenne euch kaum. Aber ihr mich auch nicht, ne? Okay, aber schön, danke fürs Kommen. Danke an jeden Einzelnen fürs Kommen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Draußen im Foyer gibt's nachher, könnt ihr mit mir ein bisschen quatschen. Ich hol mir schnell einen Wein, dann quatschen wir, können ein Foto machen, Autogramme machen. Alles, was ihr möchtet, fast alles. Und viel Spaß mit dem Song, der mir immer aus der Seele spricht, denn in 27 Jahren und davon 17 Jahren Elvis Interpret sein, war es nicht immer einfach. Ich habe viele Opfer bringen müssen, wo vielleicht normale Menschen mit einem Kopf schütteln, aber die Musik, gerade Elvis und die Elvis-Musik, das sind meine Bestimmung, mein Leben. Dafür gebe ich gerne andere Dinge auf. Und ich habe einen Traum, den fokussiere ich. Ob er in Erfüllung geht, weiß ich nicht. Aber das, was ich mache, ist mit vollstem Verstand, vollstem Herz und vollster Leidenschaft. Und die Elvis-Musik hat mir in meinem ganzen Leben immer eine Brücke gebildet über ganz tiefes, dunkles Wasser. Und damit möchte ich mich verabschieden. Viel Spaß mit Bridge Over Troubled Water. Feeling small.
Dankeschön. Vielen Dank. But I'm gonna be expensive. All the food's rushing. But I am falling in love with you. Shall I sing? Would it be, would it be a sin? Zurück, wenn sie mich hören. Kommt wieder rein! Ihr habt doch noch was vorbereitet. Ich hab gesagt, wir haben Zeit. Na, guck mal, die Tür aufgeht. Ihr dürft gerne wieder auf eure Plätze. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Wollt ihr noch ein paar Songs hören? Ein paar Songs sind ja immer zwei und ich habe euch vertraut und noch zwei dabei.
Welcher Song fehlt? Wer weiß es? Moment. Ich hab eins vergessen, was ich auch noch mache. Hat jemand einen Wunsch, den wir noch nicht gespielt haben? Wenn es richtig ist. Okay, wir machen das so. Einer nach dem anderen. Seven long days and a dozen times ago, I reached out one night and you were gone. I don't know why you'd run, what you run into or from. All I know is I want to bring you home. Kentucky rain keeps flowing down. Another is another town that I'll go walk in. Viva Las Vegas habe ich noch gehört. Mach mal so ein bisschen. Bright lights, it is gonna set my soul. I'm gonna set my soul on fire. I got a hole in my mind, it's ready to burn. So get those stakes up higher. There's a thousand three women waiting back here. They're all living in the hell of the pit. And I just sit there with love instead. So they were more than 24 hours in a day. We were falling one. I won't see them better away. Oh, it's magic. Ich habe jetzt auf der Seite zwei, hier dürfen auch noch zwei. Also anscheinend, okay, don't cry, Daddy. Ich bereite mich gerade auf ein Konzert vor. Today I stumble from my bed with thunder crashing in my head. My pillow's still wet from last night's tears. And as I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you still got me a little tummy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your back again. Oh, Daddy, please don't cry. Thank you, sir. Einer noch. Lodi, bis Lodi! Kannst du Unchained Melody? Das ist nur eine Piano-Version. Wir versuchen's. Ich hab den noch nie gesungen. Und er noch nie gespielt. Also. Time goes by.
Applaus. Das waren viele, ne, insgesamt. Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit Suspicious Minds. Dankeschön für diesen spektakulären, tollen Abend von euch!
Vielen Dank. Ein Song. Ich habe gesagt, zwei. Gib mir kurz eine halbe Stunde zum Erfolg. Dieses Bad Nauheimer Wasser hier, das ist doch wirklich toll. Ich mache hier Trinkkur, ich weiß. Einen Menschen habe ich vergessen. Und zwar hebe ich mir das bewusst immer ganz für den Schluss meiner Konzerte auf. Ich habe eben schon erzählt, dass man oder ich gewisse Opfer gebracht habe, einen gewissen Weg durchgemacht habe mit Mobbing, weil ich anders war und andere Prinzipien im Leben hatte. Aber ich bin mir immer selbst treu geblieben. Ich habe nie auf Menschen gehört, die mir versucht haben, einen Weg zu legen, einen Scheinweg zu legen, sondern ich habe immer auf mein Herz gehört, immer das gemacht, was ich für richtig halte. Ich habe nie Gitarrenunterricht genommen, nie Gesangsunterricht, ich war in der Schule nicht mal der Beste, weil ich einfach das gemacht habe, was ich fühle. Und ich finde, wir haben nur dieses eine Leben und das ist ganz, ganz wichtig, dass man auf das hört, was hier drin stattfindet und nicht, was in anderen Köpfen stattfindet. Und deswegen bin ich froh, stolz und dankbar, vor allem dankbar, in diesem einen Leben das hier alles erleben zu dürfen. Ich freue mich, ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe und freue mich jedes Mal aufs Neue für das, was ich erlebe. Mit den Jungs hinter mir und mit den Menschen vor mir. Und das nur, weil ich dem allen treu geblieben bin und meinen Weg gegangen bin. Und deshalb möchte ich Danke sagen an diesen Menschen, der das alles ermöglicht. Und möchte mich verabschieden mit My Way. Dankeschön. And now, the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I see it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life full, I've traveled each, every highway and more. Much more than this, I did I'm
Nicht vergessen, Fotos und Autogramme könnt ihr